Wieso ist dieses Set das vielleicht beste LEGO City Set aus der Januarwelle 2023? Warum bedeutet das noch lange nicht, dass es fehlerfrei ist? Und woran erkennen wir bei diesem Set besonders schön, dass es an Themen wie Sortimentsstrategie oder gelungener interner Kommunikation bei LEGO ganz massiv hapert? Wenn ihr Antworten auf diese und weitere Fragen sucht, heiße ich euch herzlich willkommen. Mein Name ist Laszlo. Und wir schauen heute auf die 60383, den Elektrosportwagen. Januar 2023 erschienen, 9,99 Euro UVP für 95 Teile. Aus meiner Sicht ein sehr gelungenes Set, trotz einiger kleinerer Schwächen und einem recht großen strategischen Thema, das wir anhand dieses Sets sehr gut besprechen können. Dazu aber später mehr. Bevor wir uns die Packung anschauen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch Videos dieser Art oder meine Videos im Speziellen gefallen, dann lasst mir gerne ein Abonnement da. Ich freue mich über jedes Einzelne hilft und ihr verpasst auch in Zukunft keins meiner Videos. Damit ein Blick auf die Packung. Wir haben ganz klassisch LEGO City Thema eine kleine bescheidene Packung hier. Wie gesagt, 10 Euro Set, 95 Teile, super zum Mitbringen. Ihr bekommt es problemlos für 6,50 Euro in der Aktion. Also direkt. Geht zu Google, geht zu Amazon, zu wem auch immer. Spielzeugladen eures Vertrauens um die Ecke, ich weiß nicht wohin. Schaut euch an, ob ihr dieses Set nicht vielleicht mit ein bisschen Rabatt bekommt. Aber selbst für 10 Euro ist es ein wirklich feines Teil. Erster Blick geht auf diesen jungen Mann hier. Das ist der Fahrer, der Rennwagenfahrer oder Sportwagenfahrer hier. Schön wäre natürlich gewesen, man hätte ihm eine schwarze Hose oder so eine gelbe sogar, gegeben. Und ich finde persönlich, die Mütze hätte nicht weiß sein dürfen, sondern vielleicht entweder das Dunkelblau von der Hose oder schwarz oder auch hier wegen mir neongelb. Dann wäre es perfekt. So ist er natürlich in Ordnung. Das ist eine feine kleine Minifigur. Aber wie gesagt, die weiße Mütze hätte ich mir gespart. Ebenfalls in diesem Set ist eine kleine Elektroladesäule. Die hätten wir uns beim LEGO City Supermarkt aus dem vergangenen Jahr durchaus gewünscht. Das Video dazu habe ich ja schon online gestellt vor ein paar Wochen. Jetzt haben wir sie, sind 10 Teile, glaube ich, 10 Teile. Nichts Besonderes dran, ist eine feine kleine Ladesäule mit Print hier oben. Generell, alles, was ihr in diesem Set seht, sind Prints. Wir haben hier ein 5-Plus-Set. LEGO glaubt, dass Vierjährige nicht stickern können. Fünfjährigen traut man es ja normalerweise zu bei den Dänen. Aber hier in dem Fall nur Prinz. Was uns zumindest in einem Fall aber auch ein wenig stört, würde ich sagen. Oder was tatsächlich ausnahmsweise mal nicht so die perfekte Lösung ist, dass man hier auf Sticker verzichtet hat. Wo zeige ich euch gleich? Bevor wir uns das Auto selbst angucken, noch ein kurzes Wort zur Anleitung. Wir haben 34 Bauschritte für 95 Teile. Mein vierjähriger Sohn hat das Ding in, ich glaube, 20 Minuten tadellos aufgebaut bekommen, ohne jede Hilfe. Das passt. Und noch ein Wort zum Thema Preis. Natürlich steht dieses Set unter dem Eindruck, dass wir hier ein 10-Euro-Set haben. Das heißt, man ist sehr schnell geneigt dazu zu sagen, boah, für 10 Euro kann man auf das ein oder andere verzichten und über das ein oder andere hinwegblicken. Da wäre jetzt mein Ansatz allerdings der, dass ich sage, egal was für eine Ware oder Dienstleistung ihr anbietet im Handel und erwartet, dass Menschen es kaufen, dann wollt ihr doch bitteschön auch die passende Qualität und ein bis ins Letzte durchdachtes Set anbieten. Ob das jetzt 10 Euro kostet oder ein 30-Euro-Set ist oder eine 800-Euro UCS Collectors Edition von irgendwas, spielt da eigentlich gar keine Rolle, oder? Nichtsdestotrotz sind wir hier bei diesem Set natürlich manchmal geneigt zu sagen, komm, für 10 Euro vielleicht 6,50 Euro Aktion, da tut es nicht weh. Aber behaltet das halt im Hinterkopf. Nichtsdestotrotz, ich sage sehr oft nichtsdestotrotz, aber es ist halt so, nichtsdestotrotz sollte man vielleicht hier das ein oder andere Mal im Hinterkopf behalten. Das ist ein Set, das man natürlich auch so rausgegeben hat und wo man vielleicht hier und da ein bisschen noch bis zum Ende hätte denken können. Zunächst mal ein Superflitzer. Futuriste hier mit dem Dach aus Glas sozusagen. Wir haben einen Print vorne auf der Motorhaube, richtig edel. Wäre noch perfekter gewesen, sie hätten das hier auch auf dem Heckspoiler umgesetzt. Da auch den Print fortgesetzt. Durchgehende Bremsleuchten oder Rückleuchten mit diesen Trans-Red Grids. Keine Türen, klar. Auch kein Auto sitzt drin. Wäre aber eh sinnlos, zeige ich gleich warum.
Und von unten seht ihr, dass wir dieses große schwarze Formteil haben, das übliche ist bei den Lego City Flitzern. Ihr seht aber auch hier ein bisschen Bright Orange durchblitzen. Hätte man mit einer schwarzen 1x4 Plate problemlos beheben können. Hat man nicht gemacht. Gibt Schlimmeres. Seht übrigens auch schon hier, man kann durch den Boden durchgucken. Heißt, wenn der gute Mann hier mit seinem Flitzer bei 100 Sachen unterwegs ist auf der Schotterpiste oder was, dann fliegen ihm die Kiesel wie Schrot in den Hintern. Wir setzen ihn mal rein, beziehungsweise bevor wir ihn reinsetzen, schauen wir noch kurz. Das Auto hat natürlich keine Straßenzulassung. Einmal fehlen ihm selbstverständlich die Rückspiegel, die Außenspiegel. Hätte man hier problemlos mit einer Käseecke lösen können. Haben wir zum Beispiel hier bei den Flitzern zuletzt gehabt, diese Käseecken hier. Einfach als angedeutete Rückspiegel. Zum anderen kommt hier das Thema, dass wir eben keine Sticker im Set haben. Die Kfz-Kennzeichen sind meines Wissens nahezu ausschließlich als Sticker erhältlich bei Lego. Und das hat man sich dann hier gespart. Macht auch Sinn. Ne? Grenznutzen. Hätte ich jetzt einen einzelnen Sticker oder zwei Kennzeichen als Sticker beigelegt, wäre das natürlich erstmal ein hoher Kostenaufwand gewesen für sehr wenig Sticker, weil ich halt natürlich trotzdem ein Werkzeug dafür brauche. Es muss entsprechend gelasert werden, es muss gedruckt werden und so weiter. Und das für zwei Sticker, die dann da in der Packung rumfliegen, macht das nicht so viel Sinn. Ja, das macht dann mehr Sinn bei Sets, wo ich ohnehin noch ein paar andere Sachen mit Sticker lösen kann. Dementsprechend hier schon nachvollziehbar, dass das Kennzeichen nicht drin ist, aber trotzdem irgendwie witzig, wenn man überlegt, wie viel in anderen Sets mit Stickern gelöst wird. Und hier geht es eben ausnahmsweise mal nicht. Wir können das Dach abnehmen, es sind zwei Teile. Dann haben wir hier nochmal Prints, diese Batterien und unseren guten Mann, den wir hier reinsetzen. Und da, upsassa, die Fallsucht, sehen wir, setzen jetzt das eine Teil der Scheibe drauf und dann das zweite. Und als mein Sohn das machte, sagte er, Papa, das passt nicht, die geht nicht drauf. Und er hat recht. Guck mal, die steht hier so ein bisschen ab. Wir kriegen sie nicht richtig draufgesetzt, ja, weil der Mann zu hoch ist, wenn er so sitzt. Wie man halt normalerweise so sitzt. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Wir konsultieren dann natürlich die Packung und sagen, Moment mal, wir haben uns doch daran erinnert, da war er doch im Auto, wie haben sie denn das gemacht? Er liegt drin. Ja, das ist zwar nicht besonders verkehrssicherheitsmäßig zulässig. Andererseits ist das Auto ja ohnehin nicht für die Straße zugelassen und er darf nur auf geschlossenen Strecken, denke ich mal, damit rumfahren. Dann wird das wahrscheinlich in Ordnung gehen. Also, wir legen ihn so ein bisschen zurück und dann passt das tadellos, kein Problem. Stört wahrscheinlich jedes Kind beim allerersten Bauen, weil natürlich jedes Kind ihn zuerst mal normal reinsetzen wird. Aber schon beim zweiten Mal benutzen von diesem Set, wo das, wenn das Auto das zweite Mal in der Gegend rumgefahren wird, ist schon klar, was zu tun ist und dann wird keiner mehr drüber meckern. Die Scheibe hier, wenn ich die hier so andrücke, dann sieht man vielleicht, die hat einen leichten Versatz drin. Das ist nicht ganz schön gemacht. Man kann ansonsten nämlich auch hier so, da ist Luft zwischen der Scheibe und dem Rest des Autos. Und wenn ich jetzt sogar es wie ein Kind vielleicht so nehme oder so und dann zweimal durch die Gegend fahre, dann drückt sich das schon hier gut rein. Und das geht eben mit der Rückscheibe nicht so und hat dann automatisch so einen Versatz drin. Das ist nicht so cool. Hätte man sicherlich besser lösen können. Man hätte hier oben eine Fliese reinsetzen können, 2x2 Fliese in Neon, gelb. Hätte auch die wirklich hässlichen Angusspunkte verdeckt, die man hier hat. Und dann wäre eigentlich klar gewesen, dieses Dach ist ein Teil sozusagen, das setzt man so drauf, passt soweit. Hätte ich ein bisschen eleganter gefunden noch. Aber schon okay. Kleinigkeit noch, wir haben hier die Ladesäule. Wir haben nicht wirklich einen Ort, wo wir das Auto laden können. Also wo ich das Ladekabel anschließe. Hier hinten wäre ja eigentlich so Jumperplate hier unten oder sowas, wäre sinnvoll gewesen, hat man nicht gemacht. Lego auf der Packung empfiehlt es, hier anzubringen. Also das Auto wird über diese eine Noppe hier vorne dann geladen oder eben auf der anderen Seite. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum sie auf die Außenspiegel verzichtet haben. Ja, weil wenn da jetzt natürlich Käseecken für den Außenspiegel gewesen wären, dann wäre gar keine Noppe hier auf dem Auto mehr frei gewesen, um das Ladekabel richtig reinzustecken. Ist nicht ganz perfekt. Da kann man jetzt dann natürlich drüber streiten, na komm, es ist nicht dafür gedacht, perfekt zu sein. Aber andererseits, warum eigentlich nicht?
ja, für 10 Euro. Es ist ja auch nur ein Auto, das ich bekomme. Es ist ja nicht so, dass ich eine Polizeistation für 10 Euro kaufe und sage, naja, ist eine Polizeistation für 10 Euro, ist ein Auto. Und dann hätte ich jetzt schon erwartet, dass man dieses Auto vielleicht doch so weit bis zum Ende denkt, ja, wie es halt erforderlich wäre. Andererseits, apropos nicht zu Ende denken, denk mal an die 60389. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht, das ist hier dieses Set gewesen, die Werkstatt. Ich habe euch ja versprochen, ich spreche kurz mal noch darüber, was mir an der Sortimentsstrategie von Lego nicht gefällt. Jetzt überlegt euch mal, einfach für einen Moment, macht mal dieses Experiment mit. Wenn ihr jetzt Marketier bei Lego wärt, Produktentwickler, Produktstratege, ich weiß nicht, welche Bezeichnung sie da haben, und ihr sitzt im Meeting und ihr schaut euch die Neuheiten für 2023 an und ihr seht diese beiden Sets hier. Beides sind innerhalb der Neuheitenwelle, die wir hatten bei Lego City 2023, Januar, so ein bisschen Satellitensets. Wir haben viel Polizei gehabt, die Polizeischule, den Hunde, die Hundetrainings, diesen Hundetrainingstransporter. Wir hatten die mobile Feuerwehr, dieses Leitfahrzeug. Wir hatten eine 4-Plus-Feuerwehrstation, die totale Grütze ist. Also tatsächlich sehr viel, was miteinander zu tun hatte. Den Rettungs, ihr erinnert euch vielleicht an das Video von Steinküste, den Rettungscarport für die Rettungskräfte. Alles irgendwie miteinander zusammenhängt, alles kann man auch an die Straßenplatten anschließen, es macht alles Sinn miteinander. Und diese beiden Sets sind tatsächlich so ein bisschen lose da drin. Ich meine, klar, ein Auto geht immer in der City-Welt, also insofern passt das schon. Hier das Set macht natürlich so gar keinen Sinn, weil ihr könnt es nicht an eure Straßen anschließen. Es steht irgendwo lose in der Ecke, ihr habt da eure Stadt und da hinten steht irgendwo diese Werkstatt ohne Baseplate, ohne alles. Aber jetzt überlegt mal, ihr sitzt da und habt diese beiden Neuheiten vor euch. Kommt euch da irgendwie eine Idee, was man tun könnte, um das miteinander zu verknüpfen? Ich gebe euch einen Tipp. Customize your cars war hier das große Motto. Es wird sogar extra ausgelobt. Wir können die Schürzen hier vorne abnehmen, wir können die Spoiler abnehmen. Wäre es da nicht echt cool gewesen, dass dieses Auto das auch könnte? Ich meine, der Flitzer schreit danach. Der ist genauso bunt, er hat sogar denselben Unterbau. Das ist im Grunde dasselbe Fahrzeug von der Grundkonstruktion hier. Ja? Es hat dieselbe große schwarze Plate, es hat die gleichen Reifen, die gleichen Verblendungen und so weiter. Da kam keiner drauf. Ja? Wie geil wäre das denn? Ihr hättet hier zwei Sets, die eigentlich so für sich stehen innerhalb der Lego City Welt. Und auf einen Schlag könnt ihr zumindest die beiden miteinander verknüpfen. Connect Your City hat sich Lego auf die Fahne geschrieben mit ihren Straßenplatten. Das wäre doch wirklich mal Connect Your City gewesen. Hätte ich mir gewünscht, dass das so erfahrene, gewiefte Sortimentsstrategen in Dänemark vielleicht sich auch überlegen würden. Ja, das hätte ich jetzt schon erwartet. Du verkaufst vielleicht durch Cross-Promotion mehr Sets. Du zeigst auf jeden Fall, dass du deine Sortimentsstrategie im Blick hast und dein Gesamtsortiment so ein bisschen im Blick hast und Verknüpfungen zwischen Sets erkennst und diese möglich macht. Das ist hier nicht passiert. Und das finde ich persönlich ein bisschen bedauerlich. Und es ist wirklich eine Missed Opportunity, würde man sagen. Also eine verpasste Gelegenheit, einen, im Marketing-Sprech, einen Quick Win zu realisieren. Also einen total einfachen, kleinen Sieg zu erringen, sozusagen, hat man hier verpasst. Kleine Gelegenheit, etwas Cooles zu machen. Ändert natürlich nichts daran, dass dieses Set wirklich cool ist und mit Rabatt ohnehin. Geht raus, kauft's. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, lasst mir ein Abo da. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gute Menschen.